Ja, servus Leute. Rund 2 Monate ist es her, dass der Otto Leira auf meinem Kanal über seine Akkuprobleme mit seinem Kia EV6 GT berichtet hat. Und es gibt mittlerweile ein Update, unerfreuliche Nachrichten. Und worum es sich genau dreht, das wird euch jetzt der Otto selbst erzählen. So, da haben wir den Otto, den STC Otto Leira. Ihr kennt ihn schon vom letzten Video zum Kia EV6 GT. Hallo Otto, schön, dass du wieder da bist, beziehungsweise nicht ganz so schön, denn wir machen ein Update-Video zu deinem Fall mit dem defekten Akku beim Kia EV6 GT. Was gibt's denn Neues zu berichten? Hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst? Ja, ich möchte wieder alle deine Zuschauer begrüßen und auch für die vielen Kommentare, die drunter waren beim letzten Video. Ja, es hat sich überhaupt nichts. Die ganze Sache hat sich noch eigentlich ja verschlechtert, sage ich mal, weil ich habe mittlerweile 7 Wochen mein Auto nicht. Und ich sage mal, ich habe ja heute, den 20. Februar, ein Ultimatum gesetzt gehabt und es hat sich nichts getan, hat sich niemand gemeldet. Und jetzt geht's halt weiter. Hat sich Kia denn mal irgendwann im Laufe des ganzen Prozesses bei dir persönlich gemeldet oder gar nicht? Gestern Abend, also am 19. am Abend um 18:17 Uhr, hatte ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer drauf. Meine Vermutung ist, dass das vielleicht jemand war von Kia. Weiß ich aber nicht genau, weil das auf mein privates Handy gegangen ist und da hat normalerweise niemand die Nummer. Okay, also das ist natürlich auch jetzt kein Ruhmesblatt für Kia Österreich, muss man an der Stelle klar sagen. Der Importeur, in deinem Fall ist Kia Österreich, die haben also nie mit dir persönlich das Gespräch gesucht. Das lief alles über einen Händler, weil die halt auch argumentieren, dein Vertragspartner ist der Händler, wir haben damit ja erstmal gar nichts zu tun. Jetzt hast du das Auto wieder beim Händler. Wie viele Wochen stand es insgesamt beim Händler? Wie lange hattest du den GT nicht zur Verfügung? Ja, jetzt muss man rechnen. Ich habe jetzt 14 Monate, ist es, das Auto gekauft habe. 8 Monate ist es defekt und von den 8 Monaten sind es jetzt, ich glaube, es sind schon fast 2,5 Wochen, 2,5 Monate, wo es in der Werkstätte steht. Also 8 Wochen ganz sicher und könnten sein 10 Wochen. Ich habe das gar nicht mehr zusammengerechnet jetzt, weil es Also regt mich auf. alle Reparaturversuche insgesamt. Ja. Und wie ist jetzt der Stand? Was sagt Kia? Was sagt dein Händler? Was sagt Kia, was jetzt defekt ist? Ja, also man weiß ja, dass das nicht funktioniert hat. Am 9., es hat ja dann geheißen, am 9. Januar, ich soll ihn wieder hinstellen. Ich habe ihn hingestellt für die Überprüfungen, die sie gemacht haben. Sie haben dann auch mit diesem Avilo-Tester sind sie gefahren. Sie haben geladen. Ja, aber die sind ja keine Langstrecke nicht gefahren, haben aber trotzdem festgestellt, dass das Auto Fehler hat und dass die Fehler nicht behoben sind. Und vor mittlerweile 14 Tagen, es ist 14 Tage her, haben sie mich angerufen, na, wir werden den Akku jetzt doch tauschen. Ich habe jetzt genau vor 20 Minuten, 30 Minuten eine WhatsApp bekommen oder eine Nachricht bekommen, sagen wir so, dass auch ein neuer Akku 8 Wochen noch dauern würde, bis er hier wäre. Aber für mich ist ja der Fall seit heute Mittag abgeschlossen. Ich übergebe das Ganze an Rechtsanwalt und ich habe gesagt, zwei Möglichkeiten, neues Auto oder Geld zurück. Okay, also du hast auch Rechtsschutzversicherung, ne, wenn mich nicht alles Ist täuscht. alles Also du gedeckt kannst. jetzt, ja. Das hat auch lange gedauert abzuklären, aber ist alles gedeckt und es wird, glaube ich, ein großes Ding jetzt, das Ganze. Okay, du hast jetzt noch einen Kia Niro EV, den hast du von deinem Händler bekommen, ne? Weißt du, wie lange du den noch nutzen kannst? Er hat jetzt nichts gesagt. Nichts Gegenteiliges. Also ich habe heute ja kurz vor 12 Uhr mit ihm telefoniert und er hat nichts gesagt, dass ich zurückbringen sollte oder sonstiges. Aber ich will ja auch nicht ganze Zeit mit dem fahren, weil den habe ich ja mit 22 Kilometer bekommen, hat jetzt drauf 400 circa. Aber ich schade ja damit dem Händler, der für die ganze Geschichte eigentlich nichts kann. Und ich bin so fair einfach und ja. Ich vermute, dass wir nächste Woche eine Lösung finden, wie wir jetzt da mit dem Händler weiter tun. Aber ich muss den Händler jetzt verklagen. Er weiß auch, dass ich ihn verklagen werde und muss. Also wir kommunizieren ja da ziemlich offen. Er kann das Ganze nur, wenn ich ihn verklage, dann kann er weitergehen zu Kia. Anders geht das leider nicht. Wie gesagt, wir sind beide, Händler und ich, sind super. Und ich glaube, er ist sogar froh, dass wir jetzt eine Klage machen. Ja, also ich glaube, man muss mal ein Exempel statuieren bezüglich Kia Österreich, denn so wie die sich dir gegenüber verhalten,
Muss ich wirklich sagen, also ich weiß natürlich, ich habe nur deine Erzählung, ne, muss man auch dazu sagen. Ja, aber ich glaube dir natürlich, was du mir erzählst. Ein bisschen Mail und so bekommen von mir, oder? Ja, also ein paar Infos. Ich kenne deine Livestreams, ne? Du bist ja auch YouTuber und Twitch-Streamer. Das heißt, du hast auch deine Probleme, die du mit dem Auto hast, immer wieder in Livestreams gezeigt. Also das, was Kia Österreich nach meinem Kenntnisstand macht, ist völlig inakzeptabel. Und es ist auch für mich, auch als Laie, als Nicht-Jurist, zweifelsfrei klar, dass, wenn es jetzt vor Gericht geht, du auf jeden Fall Recht bekommst. Also, diese ganzen Mängel und Probleme bei deinem Auto und die Zeit und die Anzahl der Nachbesserungsmöglichkeiten, die du gegeben hast, das sprengt ja jedes Maß, was noch als angemessen angesehen werden kann. Ich, wie gesagt, hätte schon, ich habe es ja diverse Male gesagt, schon längst einen Anwalt eingeschaltet. Und man muss auch sagen, du fährst jetzt mit dem Kia Niro EV. Gut, der wird dir kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber das Auto ist ja auch nicht vergleichbar mit einem Kia EV6 GT. Wir reden ja von unterschiedlichen Fahrzeugen. Ich verbringe ja viel mehr Zeit bei den Ladesäulen. Ich bin langsamer unterwegs, weil in Wirklichkeit, er verbraucht auch nicht weniger als wie mein GT. Das ist ja das Extreme, also jetzt im Winter. Liegt auch höchstwahrscheinlich an meiner Krankheit, dass ich eben so viel heizen muss, der Verbrauch momentan. Aber für mich ist das Auto eben wegen meiner Krankheit auch wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich muss ins geheizte Fahrzeug einsteigen. Ich kann nicht irgendwo in ein kaltes Auto einsteigen. Und das ist ja mein großes Problem. Und auch der Händler versteht das vollkommen. Und er sagt ganz einfach, er weiß auch nicht, warum sich Kia so verhält. Ja, also auch die Zeit, die du investiert hast, allein mit diesem Thema, mit dem Auto zum Händler bringen, wieder zurückbringen, die zusätzlichen Zeiten bei Reisen, die du unternommen hast, etc., etc. Also das Anspruchdenken von Kia Österreich, für mich, ja, völlig unverständlich. Gut, Otto, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzend dazu sagen willst. Eins wollen wir nochmal festhalten, Kia EV6 GT, ich glaube, das Auto an sich, wenn es so funktioniert, wie es zu funktionieren hat, das ist nicht das Problem, oder? Das Auto überhaupt nicht, sage ich ja immer. Dafür sage ich ja, entweder ein neues Auto oder das Geld zurück und dann gehe ich mir wieder ein neues Auto kaufen. Und es wird momentan ein Kia EV6 GT sein, weil ja, ich glaube, du hast mich schon mal gefragt, ob ich nicht umsteigen will auf einen Hyundai Ioniq 5N. Aber das ist keine Alternative für mich. Also EV6 GT oder nix. Weiß ich noch nicht was sonst, ja. Gut, ich würde dir natürlich einen BMW i4 M50 empfehlen, aber da bist du ja nicht zu belehren. So ist das halt mit manchen Leuten, die sehen es nicht ein. Also Otto, ich kann nur noch mal sagen, die Geduld, die du gezeigt hast, 95% aller Menschen, die ich kenne, hätten die nicht aufgebracht. Da kann Kia Österreich dir sehr dankbar sein, dass du so lange gezögert hast, aber jetzt gehst du ja in die Vollen, gehst zum Anwalt und machst Nägel mit Köpfen. Ja. Ich weiß nicht, Schlusswort noch aus deiner Sicht? Ja, also ich sag mal, bleib dran. Ich glaube, auf deinen Kanal werden auch die Updates immer kommen. Es ist noch was Großes im Hintergrund, das gerade läuft. Wenn ich dort unterschrieben habe für die Geschichte, dann werden wir über Michael seinen Kanal exklusiv über die Arbeiten, die da laufen, berichten. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Das ist was ganz Neues vom Otto. Bin ich also sehr gespannt. Huh, geheimnisvoll. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, Kia Österreich, was ihr euch da leistet, völlig inakzeptabel. Ich will nicht sagen, dass das nur bei Kia Österreich vorkommen kann. Ich habe auch von anderen Zuschauern zu anderen Fahrzeugen, Hyundai Kona Elektro, zum anderen EV6, auch zu Skoda Enyaq. Ich habe zu verschiedenen Herstellern Probleme in irgendeiner Form gehört, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist einfach so, also wir drücken dir alle die Daumen, Otto, dass sich das noch in Wohlgefallen auflöst und dass du ja im besten Fall einen neuen Kia EV6 GT bekommst. Und ich denke auch, dass nicht zu viel verlangt, wenn man bedenkt, wie viel Zeit du investiert hast. Ja, genau so. Und ich hoffe, dass ich mit einem neuen Auto aufs Bandtreffen kommen kann. Das hoffe ich auch. Also Otto, vielen Dank und wir berichten weiter. Ich danke dir. Okay, ciao. Ja, das war dann also das Update zur Geschichte vom Otto. Ich werde jetzt auch nochmal mit Kia Österreich, mit der Presseabteilung direkt Kontakt aufnehmen und werde mal sehen, ob ich da einen Ansprechpartner bekommen kann, der mir mal erklärt, wie es dazu kommen kann, wie die ganze Situation auch aus Sicht von Kia Österreich ist. Vielleicht haben die ja einen ganz anderen Eindruck von der ganzen Geschichte, damit wir hier mal ein ausgewogenes Bild bekommen. Wir schauen mal, ob Kia Österreich bereit ist zu einem entsprechenden Video, auch zu so einem Google Meetings Call. Bin auf jeden Fall mal gespannt und ich halte euch in der Causa Otto Leirer und seinem Kia EV6 GT auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gut,
Ansonsten soll es das für dieses kurze Update-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.